Und der Spaß fängt jetzt schon an. Wir haben jetzt spontan den ersten Flug gebucht. Es geht morgen für uns nach Miami. Wir wollten eigentlich übermorgen nach San Francisco fliegen. Aber irgendwie, warum eigentlich? Keine Ahnung, relativ spontan. Haben uns dazu entschieden, einfach morgen nach Miami zu fliegen. Übermorgen ist dann auch schon das erste Spiel. Miami gegen Philadelphia, deswegen seid gespannt. Es wird der erste Vlog sein. Wir werden morgen nach Istanbul fliegen, von Istanbul nach Miami. Kalle kommt heute Nacht zu mir. Wieder kommt morgen früh. Dann können wir noch tagsüber ein bisschen was machen. 19 Uhr fliegen wir los. Schlaf nicht einfach so ein, hast du nicht verstanden. Und dort zu schnarchen. Mistkerl. Kalle! Kameramann! Kalle! Ey, wir fliegen morgen 16 Stunden. Mit Liebe werde ich diese 16 Stunden ersetzen. Ich schwöre. Gar kein Platz, kein Problem, wenn du willst. Ich gehe auf Toilette 16 Stunden. Ich bin so gehypt, ich schwöre. Wenn ihr nach Amerika wollt, werdet ihr bei mir. So. Wir sind jetzt noch live. Ich packe gerade live meinen Koffer, damit ich auch nichts vergesse. Der Chat hilft mir, ich liebe euch. Ja, stimmt, folgt rein auf YouTube. Stimmt! Genau, Corey sagt's. Genau, der Mann sagt's gerade. Lasst ein Follow da, verdammt nochmal. Es wird jeden Tag ein Vlog kommen, aus Amerika. Hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa, würde Mama sagen. Ja, ich mache das noch fertig und wir hören uns morgen. Morgen gehen wir frühstücken, machen noch ein paar Sachen. Und unser Flug geht erst abends um 19.25 Uhr, deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit tagsüber. Na, Dicker? Na, mein Dicky. Ich habe Sunny so lange nicht gesehen. Hä? Okay. Ich dachte, du willst kuscheln. Hey, guck mal, da ist Onkel Sunny. Oh, Mäuschen. Du warst hier doch schon ein paar Mal. Oh. Oh, nö, Sunny. Nicht schon wieder. Das ist deine Nichte. Das Ding ist, Ellie ist immer voll frech. So sieht's dann auch mal aus, wenn man mitten im Kampf dazwischen ist. So falsch, Gelder. Ja, Sunny ist echt so planlos. Was machst du jetzt hier? So ein Idiot. Jo, wenn man das mal entsetzt. Oma, Blackie versteckt sich unterm Bett. Blackie, die Enkelkinder sind da. Der hat gar keine Lust. Und jetzt essen. Guck mal, was die alle trinken hier. Probiert da so bei anderen. Guckt ihn euch an. Mit Vita-Welt in der Hand. Super! Wir waren gerade Outfit Prediction. Die Geller Prediction Outfit. Eigentlich ist Sanchez, aber es ist zu warm. Ja. Der wird dieses Jordan-T-Shirt anziehen. Dieses beige, braune. Ja. Das, ihr wisst welches. Ne? Immer an. Dann irgendeine kurze Hose und dann Dunks. 100%. Ich sag, nein, seine Off-White-Schuhe. Oder, ja, genau die. Oder so ein Adidas oder Nike-Shirt. Ja, so. Schwarz. Ich gehe auf 4er Off-White, kurze Hose im Beige und dieses beige Kaktus-Jack-T-Shirt. Aber das kann er eigentlich nicht machen, weil es hat jedes Mal das lange Elend. Er hat wirklich das Shirt an. Ah, jetzt hat er immer sein Travis-Shirt. Wir haben den Outfit predicted. War ja richtig. Menemen und ein Avocado-Brot. Das ist, was ich immer in meiner Story sehe. Das mache ich mir selber. Hallo und Dankeschön fürs Fahren. Leute, lasst ein Follow da für unseren Fahrer. Und viel Spaß hier. 10 Tage alleine. Ja, jedes Video liken, kommentieren, ne? Ja. Junge, es war so knapp gerade. Wir haben fast den Flug verpasst. Wegen den beiden Idioten. Um 25 sollte ich das Ding zumachen. Wir waren um 23 da schon vor Ort. Die anderen beiden, die kamen erst um 27. Jetzt, wir mussten die ganze Zeit hier irgendwie Zeit rausholen. Haben wir aber gut gemacht, weil wir Macher sind. Ja, und wie lange fliegen wir? Und dann das Gepäck wird direkt nach Miami umgebucht, oder? Weil wir fliegen erstmal nach Istanbul jetzt. Also eigentlich ist es jetzt ein Drängler. Also, man kann es aufmachen. Man kann es aufmachen. Let's go, let's go. Schau, Buch. So, und drin stehen wir. Jetzt haben wir 15 Minuten gespart. Und das ist wichtig. Leute, Boarding 18.10 Uhr. Es ist 18.40 Uhr. Wer hat es mal wieder getraut, das zu machen? Ja, da kommt mal wieder der Araber aus mir raus. Mir war das ein bisschen zu dreist. Alle hinter uns haben natürlich auch mitgemacht. Die haben nicht gepetzt, weil sie auch profitiert haben. Sag mal so, ich bin schuld gewesen, dass wir zu spät gekommen sind. Deshalb habe ich diesen Move gemacht. Sonst bin ich auch sehr diszipliniert. Bist du nicht. Digga, die spielen gerade. Wer am lautesten jetzt? Ey, bitte hör auf, Kalle, bitte. Warum habe ich die mitgenommen? Was? Das ist unser Flug. Kalle, lass die Titten springen. Meine springen auch. Gott, macht dir gar keinen Stress. Evet, dört. Wir sind jetzt da, Jungs. Istanbul. Was? Sigbener. Sigbener. Çiğköfte. Sigbener. Burada. Sikim. Mükemmel. Wo sitzt du? In dir. Welche Reihe? Ortus Bier. Gott, was heißt eigentlich, wenn man sagt, Burbana? Was heißt So, wir sind jetzt im Flugzeug. Viele sitzen neben mir. Kalle und Roat sitzen vorne nebeneinander irgendwo. Wir gucken gleich zusammen Naruto. Ja, es ist 30 Grad hier drin. Mach das. Sorry? Ich ist das aber. Du lachst aber, ich find's. Das Schlimmste, was passieren hätte können, meine AirPods. Ich weiß nicht, wo die sind. Die sind nicht in meiner Tasche. Okay.
oder ich esse, dann macht sie die Schule. Frag doch mal wenigstens mal, ja. Das bringt ja viel. Bringt nichts, oder? Das ist Apfeldosen habe ich. Apfeldosen. So, wir sind jetzt da. Sorry. Nach vorne. Thank you, sir. Durchgesetzt, endlich. Letzten 10 Minuten. Leute, guck mal, was ich gefunden habe. Ich las den ganzen Flug auf meinen AirPods wie so ein Idiot, Digga. Das ist so typisch Sydney. Einfach 3 Stunden. Digga, ich finde keinen Flug. Da. Ah, 1:10 Uhr. Ach so. Auf unserer Karte steht 0:10 Uhr. Deswegen habe ich gesucht. Ja, wegen Zeit ist schon. 1:10 Uhr. Weil wir nicht ehrlich? Reisen. Wusste ich gar nicht, Digga. Shake, shake. Schaffen wir das? Gibt's eigentlich nur in Amerika. Oh no, please. Wir kommen extra von Germany to here. Sind closed. Digga, der Laden hat zu. Wer ist türkisch, wird hier, glaube ich, herkommen zum Chillen. Einfach cooler als in Deutschland. Einkaufszentrum. So, wir haben es gefunden. Food Court. Wie gibt es Food? Subway Popeyes. Cool. Merhaba. Dört Kere Maxi XL Menü. Dört Kere Maxi XL. Evet. İçeceğiniz ne olsun? Doch. Cola. Cola? Herkese Cola koy. Evet. Gut bestellt von mir. Viermal das Maxi XL Menü. Auf Türkisch bestellt, ich habe das Richtige bekommen. Dört kere Maxi XL Menü. Teşekkür ederim abi. Afedosun buna. Teşekkür ederim. Afedosun. Gleich 12 Stunden Flug. Chicken Wings gegessen. Keine gute Mischung. Das beißt sich. Ich muss jetzt schon kacken. Und wir haben es mal wieder viel zu locker genommen. Unser Flug geht in einer halben Stunde. Das heißt, Boarding beginnt gleich. Last call. Nein. Und ich trinke noch in Seelenruhe. Ja, 1:10 Uhr. Bruder, wir haben 40. Das ist 30 Minuten. Eine Nacht in Istanbul. Das wird gar kein Flug, Junge. Wir verpassen den. Und ich muss eigentlich noch kacken. Alles wackelt, ich flöre mir Bauch. Ich muss kacken. Zum Glück habe ich meinen Lightning McQueen Kopf an. Puh. Guck mal, wie schnell. Die leuchten gerade, Leute. Ihr seht das noch nicht. Warum ist B7 so weit weg? Miami. Lass go. Warte, Last Call heißt vielleicht. Ja, da. Schabu. Jetzt wird wieder gedribbelt, Jungs. Jetzt wird wieder gedribbelt. Miami. Ja, wir haben es geschafft. Auf dem letzten Drücker. Also langsam müssen wir den Schlussstrich setzen. Das ist wirklich nicht mehr klar. Das kann nicht weitergehen. Das kann wirklich nicht weitergehen. Guck uns an. Allerletzte. 12 Stunden. Aber mit einem in der Mitte frei, super. Haben wir ein bisschen Glück gehabt auch mal. Alle. So, jetzt müssen wir den Flug überstehen. Und dann ist die letzte Hürde. Dann ist die letzte Hürde, dort über die Grenze zu kommen, das Interview zu überstehen. Ich bin mein Name schwer. Bilal Kamari. Tja, gerade übrigens neuen Rekord gemacht. Wenn ihr bei Turkish Airlines seid, 504. Die Runde läuft noch schnell. So, haben wir hier Mac and Cheese. Der Vorkräfte war übrigens lecker. Nebenbei stelle ich mal den nächsten Highscore auf. Ich bin hier die ganze Zeit am Zocken. Übrigens gerade ein AirPod verloren gegangen. Er ist unter meinem Sitz. Ich weiß auch nicht. Ich spiele jetzt gegen Ort. So, fliegen noch eine Stunde. Touchdown Miami. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Jetzt müssen wir noch die letzte Hürde überstehen. Wir müssen jetzt durch die Kontrolle. Ich habe übrigens nicht geschlafen 12 Stunden lang. Ich habe gezockt, Weltrekord aufgestellt. Es war ein Weltrekord. 1800. Also Schuhe, das kann man nicht spielen. Mein Rücken. Ich bin so am Arsch. Kalle ist Miami. Miami. Yes. Ich will gerade auf Toilette gehen. Daneben ist sowas hier. Special Agent, Digga. Wer ist hier drin? Welcome to the United States of America. Calvin Thomas. My name is Calvin Thomas, I'm from Mississippi, Massachusetts. Yeah, my dad's from Oregon. Oregon, Oregon State, you know what I'm saying? I say right foot, creep, oh, walking with it, either. Das ist der Willi. Wieder durch? Ganz schnell durch. Du hast einen Kasten. Ich wusste nur nicht, was er von mir wollte. Lightning McQueen. Lightning. Look at my shoes. Nice bag. Look at my shoes. Oh man. Rohr hat wieder in der Mangel. Hat Rohr's geschafft? Rohr hat's geschafft. Digga, bei mir war so entspannt. Ja. So, wir sind jetzt draußen. Aber wir wissen nicht, wie wir zum Dings kommen. Wir sind keine Taxis irgendwie. Halmen sind Game Changer. Leute, es ist 6 Uhr morgens. Ihr wisst nicht, wie warm es ist. Appreciate it, man. Thank you. Super, da kommt jetzt. We have a taxi, we have a cab. Was hast du gerade gesagt? Halmen ist so ein Gamechanger. Wir haben mal eingefahren ins Paradies. Das ist unsere Hut diesmal. Bin ich mal gespannt, was Frittenfriede uns hier organisiert hat. Das ist gerade so cool. So im Arsch. In Deutschland ist es gerade so 13, 14 Uhr, ne? Und ich habe 2 Stunden geschlafen. Aber Bilal, wir müssen noch Taxi bezahlen, Digga. Machen wir.
Gib mal ein Ticket. Ja, zahl. Bila. Jetzt haben wir ein Problem. Kalle schläft hier alleine. Wir waren alle allein zu Bett. Ich bin mir ist es egal. Ihr macht Schicker schon. Warte, wir müssen erst weiter diskutieren. Mir geht's um, kann nicht schon jemand schlafen, der schnarcht? Ich schon. Ich mach das. Shing, Shang, Shang, hab ich Rot. Ich bin für dich. Shing, Shang, Shang. Ja, nicht mehr. Oh mein Gott. Bilo, wichtig. Bilo, raus. Bilo. Ja, schau mal, das ist der Rot jetzt gerät. Fuck with us and then we tweet it. Miami beginnt super. Ich nehme das. Jetzt geht er auf Kalle, er will. Er sagt, warum darfst du hier alleine schlafen? Das ist wirklich ein ganz dreckiges Spiel. Also ich sag ehrlich, eigentlich müsste er auf dem Boden stehen. Ich schlafe mit Rohrzen an. Komm, du kannst dir doch die beiden so hinlegen. Kalle, ich lebe so, Leute. Kalle kann sich gar keinen Sonntag holen, meint er gerade. Wie kriegst du mit Rohrzen an? Wir können ja mal ein bisschen runterlegen. Ja, 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 das ist ja was anderes. Kalle unter den. Digga, er sagt ab 2 Uhr nicht mehr hier reinkommen. Stell dir mal vor, ich komme 3 Uhr für eine Fanta holen oder so. Das steht mir am Texten. Also mein Spot wäre das. Boah, guck mal, du darfst sogar was drauf. Alter. Das wäre mein Spot. Aber wie machst du das denn? Also Tutorial, Laptop hinstellen, bam, perfekte Höhe. Und auf geht's. Mach mal die Bewegung. Nee. Aber warum? Hä? Also du würdest wirklich sagen, du brauchst es halt sowieso nicht. Warte mal. Aber warum dort im Stehen? Also, du machst doch ein schönes Bett, leg dich doch ganz gemütlich ins Bett. Ich hab schon selber. Und wo willst du denn hin? Eigentlich ist es eine Benzerbank. So, wir gehen jetzt nochmal einkaufen, weil ich ein guter Papa bin. Meinte ich, lass uns noch was zu trinken holen, zu essen und ein bisschen, damit wir gleich nicht Wochen haben. Da haben wir uns echt mal versteckt. Vorhin nicht, weil es so doll geregnet hat hier. Ich glaube, es gibt hier ein neues 1 gegen 1. Oh oh. User gegeneinander. Ein Angebot steht, du kannst es dir überlegen. Wir gehen by the way kurz zum Strand, weil wir wurden verfolgt. Wir wollen nicht getötet werden. Das ist gleich wie an der Ostsee. Sylt! Digga, guck mal, wie paradiesisch es hier aussieht. Es ist so dünn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Mach da so ein Nickerchen hin. Jungs, was mit Bier? Yo. Kalle? Bier? Ja, alle Arizona. Yo! Yeah. Corona. Ein 12er Pack Coronas. Erstens gibt es hier ganz wilde Süßigkeiten. Sour Patch. Sour Punch. Das wollt ihr bestimmt alles sehen. Aber es ist jetzt nur so ein kleiner Supermarkt, ne? Pop-Tart ist halt Kalle mitgenommen. Milch und Reese's. Boah, geil. Klopapier. Ich war übrigens schon kacken. Wie schnell war ich kacken? Sag mal kurz den Timer. Eine Minute. Mit abwischen. 48 Sekunden. Mit abwischen, aber? Sage nichts dazu. Da ist ein Restaurant, sagst du. Ja, weil du kein Wasser benutzt. Wir holen uns gerade so ein Sandwich hin. Ein bisschen was zum Futtern. Philly Cheese Steak, bitte. What? The original one. Das sah so geil aus, mussten wir uns auch holen. Zwiebel? Links fehlt noch Zwiebel. Ja. Siehst du? Absolut. Schnell, schneidig. Kommt durch. Bravo. Jeder eine Hälfte. Sag, was du der Fanta. Wisst ihr noch, was das schmeckt? Schmeckt die Mirinda? Nee. Fake Fanta. Nein. Es gibt Mirinda als Marke. Ich weiß. Aber super. Schmeckt so, oder? Aber super, so super. Geil, schmeckt wie Mirinda, ne? Und vor allem, ich bin eigentlich gar kein Fanta-Typ, ne? Leute, ihr habt euch alle gewünscht übrigens, dass wir diesmal die Preise mit einblenden, damit ihr so mehr mitverfolgen könnt, wie viel sowas kostet und was auch immer wir machen. Der Flug hat pro Nase so 900 gekostet und das Airbnb für 3 Nächte 900 Dollar. Für die fragen, wo ist die Kenner? Da kann ich wegen Studium. Also letztes Mal waren ja Michael und die Kenner mit dabei. Diesmal sind Bilo und Kalle mit dabei. Die Kenner war ja Kalle Mott und 2 Freunde von mir waren jetzt mit dabei. Ich finde einfach das Coolste, was man machen kann, ist Reisen. Es geht zwar ein bisschen aufs Portemonnaie, aber für die mache ich das gerne, um eine schöne Zeit zu haben, glücklich zusammen zu sein. Euer Urlaub ist einfach das Geilste, was es gibt. Nach Amerika bin ich auf Marbella mit Jordan und Co. Und dann kommen noch weitere Urlaube. Bali ist noch geplant, bla bla bla. Deswegen, Leute, lasst ein Follow da. Hier kommen jetzt viele, viele Vlogs. Ich versuche wieder daily zu machen, so wie letztes Mal. Ihr habt das sehr gefeiert. Also, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt oder so für die Vlogs, so wie zum Beispiel Preise reinschreiben, bla bla bla, habe ich mir notiert. Kommt jetzt rein. Und das Sonstige ist, falls wir irgendwas machen sollen, wir überlegen auch hier zu bleiben, falls hier Game 7 ist, Miami gegen Philly. Und danke für euren Support. Ohne euch, dann bin ich hier. So Leute, das war's mit dem ersten Vlog. Wir sind zum Türkei angekommen. Wir freuen uns sehr auf die Tage. Mal gucken, was noch so passieren wird. Morgen gehen wir direkt zum Game, beziehungsweise in 6 Stunden oder so. Ja. Miami gegen Philly. Es steht 2-2. Heute lang Game 5. Und ich sag Philly, mach die Scheiße. Wir machen mir eine Wette. Okay. Also wird sehr cool der nächste Vlog. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Willst du mich mitnehmen? Nein. Du willst mich mitnehmen?
mitkommen? Willst du mit mir mitgehen? Willst du mit mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst, ich bin jetzt 18. Lass dich schmeißen und dich raus, ich bin dein Wingman. Check mit Kasern auf und was bist du bis drehen? Mit den Wegen kann ich mir einbauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah.